Jetzt von wo? Jetzt spritzen wir unser Fleischbrät, Salamibrät, in unseren Darm ab und schauen, dass das nicht zu voll wird, dass uns die Därme nicht zerreißt. Und dann werden wir es schön abbinden. Also wie gesagt, dann machen wir uns wirklich eine schöne Salami. Und nicht bloß eine, seid gespannt, bleibt dran und wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir ein Abo, würde sich euer Cousin im Koch sehr, sehr drüber freuen. Ist ein schönes Salami. Jetzt werden sie langsam rot. Oh, gut, schauen Sie aus, gell, ja? Jetzt sind sie fertig, schau jetzt her. Drei Räucher ginge, 8 Stunden. Jetzt haben wir die perfekte Salami, schaut sie sich an. Ja, jetzt lassen wir es nur ein bisschen ziehen und dann ist es fertig. Ich freue mich schon auf meine Salami.